Das hier ist der Heli Contex Bushcraft Anorak mit 100.000 Taschen und ideal fürs Bushcraften und Outdoor Survival Training. Und wenn dir das irgendwie interessiert, bleib dran. Hallo, willkommen, das ist René Rossmann, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, Bushcraft-Jacke, Pilgrim oder Pilgrim oder so irgendwie heißt das Teil. Ich habe es mir auf Amazon gekauft, billige Eigenwerbung, ich gebe dir den Link. Das ist eine XXL-Jacke. Ja, ich bin einfach so dick geworden, aber sie fällt extrem groß aus. Also ich könnte vielleicht auch eine XL tragen, tue es aber aus einem ganz speziellen Grund nicht. Da komme ich ja dann gleich dazu. Die Jacke ist qualitativ sehr hochwertig und dafür, dass ich unter 100 Euro bezahlt habe, ich weiß nicht, wo der Preis aktuell liegt, also das variierte bei Amazon immer wieder, bin ich positiv überrascht. Das Material, ja, ist sehr hochwertig und ich behaupte das nicht, aber es erinnert einfach an die Fjällräven-Jacken, diese G1000 von dem Material her. Das ist es natürlich nicht, ja, das ist mir klar, aber es erinnert einfach daran. Ich meine, wenn du das anschaust, sehr hochwertig. Ich muss wirklich sagen, es ist ein Anorak, das heißt, die kann ich nicht bis ganz nach unten aufmachen, das muss ich überstülpen. Das ist extrem hochwertig und ich war, als ich das Ding ausgepackt habe, einfach so, puh, was, echt, wirklich? Und das ist diese Bushcraft Line, großartig. Fangen wir mal an mit den Einstellmöglichkeiten. Also du kannst dir hier alles, was man sozusagen so braucht, für draußen auf und zu machen. Das ist super. Das heißt, wenn es zu warm wird, mache ich auf, dass ich durchlüften kann. Oder ich kann komplett zumachen, auch unten, werde ich dir dann nachher noch zeigen. Von den Taschen her, ja, gibt es eine riesige Auswahl einfach. Ich meine, das Ding soll vor Wind und Wetter schützen und da komme ich auch gleich mit, was Wasserfestheit betrifft. Ja. Aber ich habe jetzt hier so Napoleon-Taschen, glaube ich, heißen die. Die kann ich bis hier auffüllen. Also schau mal, das ist riesig, ja, auf beiden Seiten. Es ist dann hier auch noch, das ist so ein Netz, also da sieht man jetzt mein Hemd, ja, also das ist jetzt hier nicht ganz geschlossen, das ist eine Netztasche, aber da an der Stelle, da ist was eingenäht, dass man kleine Teile auch noch mit reingeben kann, Münzen oder was auch immer, was weiß ich, fällt da sicher irgendwas ein, ja, das ist sehr, sehr schön gemacht, auch der Zip geht nach oben, das finde ich sehr, sehr wichtig, denn wenn er nach unten gehen würde, das wäre, weil wenn er dann aufgeht, habe ich noch immer hier einen Sack, dass nicht gleich immer alles rausläuft, aber gut, extrem viel Platz. Das sind einmal diese Taschen. Dann gibt es hier unten diese, ich nenne das Känguru-Tasche, denn ich kann von allen Seiten durchgreifen. Auch da habe ich extrem viel Platz. Geht sich sehr, sehr schön aus. Und dann gibt es hier an der Stelle diese, das ist mit Knöpfen. Die sind relativ streng, aber jetzt nicht so streng, dass man sie nicht aufkriegt. Aber muss es ja auch sein, ne? Weil sonst geht das Zeug auf. Da kriegst du auch noch einmal zum Beispiel ein Mobiltelefon, wenn das jetzt der Thema ist, oder irgendeine Survival-Dose oder irgendetwas anderes rein. Ja? Das ist auch mit eingeplant. Also Platz wirklich ohne Ende. Und ich bin noch gar nicht fertig. So, mache ich jetzt wieder zu, damit du siehst, also das ist ein bisschen strenger. Das geht aber. Ich weiß nicht, ich habe die Jacke jetzt erst ein paar Wochen im Einsatz. Und daher kann ich das nicht sagen, wie sich das auf Dauer verhält, aber das muss ja auch etwas strenger sein. Gut, dann gibt es jetzt hier noch diese Seitentaschen, ja, auf beiden Seiten, auch wiederum mit einem Zip. Alle Zips sind mit solchen Schlaufen, die zusammengenäht sind. Also es ist nicht ein Kunststoffteil, der draufgepresst wird, sondern es ist vernäht. Dadurch gehe ich davon aus, dass das einfach länger hält. Ich weiß es nicht. Wir werden die Jacke in den Langzeittest nehmen und ich muss da eins sagen, ich bin von der total begeistert. Die ist total cool. Wir werden dann auch gleich darüber sprechen, welche Jahreszeit, weil eine Winterjacke ist es nicht, weil sie nicht wattiert ist. Aber das ist jetzt mal, ja, das Taschenangebot. Ha, das hätte ich jetzt fast vergessen. Hier unten kannst du zumachen. Das heißt, du kannst die Jacke ganz taillieren sozusagen, damit auch von unten kein Wind reinkommt. Das habe ich vergessen. Im Innenbereich gibt es solche kleinen Schlaufen hier. Das heißt, auch hier könnte ich, also ich weiß nicht, ob das dazu gemacht ist, dass man sie das irgendwie auszieht oder so, aber ich mutmaße, dass man auch hier noch einmal Ausrüstung reinbringen kann. Zum Beispiel, wenn du... Das ist jetzt keine Winterjacke, weil sie einfach nicht wattiert ist, es ist einfach nur eine Hülle. So wie eben, ich habe ein, früher, da passe ich nicht mehr rein, weil ich einfach drei Größen größer bin, ja, also von L auf XL gerutscht bin. Egal, zurück zum Thema, schnell zurück zum Thema. Diese G1000 Jacke von Fjällräven. Und da war es auch so, da musste ich auch 100.000 Sachen drunter anziehen. Aber worauf ich hinaus will, ist zum Beispiel, wenn man Fäustlinge hat, ja, die ja dann oft solche Schlaufen auch haben, dass man sie entweder an der Hand tragen kann oder
hier jetzt am Körper mit dem Karabiner anhängen kann, glaube ich, dass das sehr praktisch ist. Also ich weiß nicht, ob das deren Motivation ist, aber es geht auf jeden Fall. Und einstellen, hier rund um den Bauch kann ich auch einstellen. Auch da gibt es Einstellmöglichkeiten über das Schlaufensystem und eben unten, so wie gezeigt hat, und natürlich auch oben hier mit der Kapuze, ja, die man schön einstellen kann. Also die haben einfach nachgedacht beim Arbeiten, das finde ich wirklich großartig und einfach toll. Kannst du aber trotz alledem bis zum Kinn nach oben ziehen. Ja. Ich habe keine Möglichkeit gefunden, das hier irgendwo in einen Kragen reinzuarbeiten. Also für alle jene, die das interessiert. Das ist halt einfach eine Kapuze, die dann immer da ist, die ich mir aber wirklich schön einstellen kann. Und das finde ich super. Es geht sich auch als Schal aus. Jetzt nicht so ein wuchtiger, massiver Schal, aber zum Beispiel, ich habe das auch schon einige Mal vorgestellt, besonders hier im Buschkräfteareal auf Faltula-Pathé, das ist auch billig eigentlich, gebe ich dann natürlich auch den Link, ist es so, dass es manchmal extrem, oder manchmal im Winter wirklich richtig schweinekalt ist. Und da habe ich solche Sturmhauben, die man auch als Schal benutzen kann, sehr, sehr gerne, weil es einfach zu kalt ist, bei minus 10 Grad, friert da sonst alles ein. Und der geht sich da auch gerade noch aus. Ein normaler Schal, ich glaube, die heißen Buff oder so irgendwie, oder Puff, oder ich weiß nicht, ja. Das geht sich da auch schön aus. Also das passt alles. Da haben sie auch nachgedacht. Jetzt kommen wir gleich zum Einsatzgebiet. Wasserdichtheit und Wärme. Das Ding ist natürlich, weil es ein Anorak ist und übergestülpt werden muss, meiner Meinung nach schon per se etwas wärmer als eine Jacke. Das empfinde ich so. Vielleicht bilde ich mir das auch nur einfach auch nur ein, weil ich es mir einbilde. Aber das ist natürlich kein Winterteil. Und deswegen habe ich es auch lieber größer. Wie gesagt, ich habe XXL hier jetzt genommen und da passt drunter jetzt auch noch ein Pullover. Das heißt, ich könnte jetzt hier auch noch mehrere Schichten aufbringen, was ja beim Bushcraften genau die Idee ist, ne? Dass ich jetzt sage, ich bin jetzt draußen und wir sind im Camp und wir müssen noch Feuer machen oder man muss das Feuerholz holen, das ist ja auch immer wieder das Thema. Ja, ich brauche nur eine Schicht drunter. Ja? Oder wenn ich jetzt länger da sitze, brauche ich dann vielleicht noch eine weitere Schicht. Und das kann man hier sehr schön machen. Der Nachteil bei diesem Anorak-System ist halt immer, dass du dir das über den ganzen Kopf ziehen musst. Und wenn das alles voll mit Ausrüstung ist, ja, was dann mit der Zeit auch passieren wird, das sage ich da gleich, ist das vielleicht ein bisschen unangenehmer. Das Ein- und Ausziehen ist schwieriger. Gut, also keine Winterjacke, aber jetzt zum Beispiel, wo es wärmer wird, ist großartig. Ja. Wir haben jetzt hier 10 Grad. Ich habe drunter ein Hemd und darunter ein Leiberl sozusagen, also ein T-Shirt. Ein Leiberl, sagt man in Österreich, ich weiß nicht, Shirt, ja, ein Hemd, ein Unterhemd. Und das geht sich alles gut aus. So, Wasserdichtheit. Das Ding ist natürlich jetzt keine Gore-Tex-Jacke oder ähnliches, sondern, und das ist, deswegen habe ich sie auch mit dieser Fehlereben-Geschichte verglichen. Das ist es nicht, ja. Und ich sage jetzt nicht, boah, das ist eine Kopie oder so. Überhaupt nicht, ja. Aber du kannst das einwachseln. Es ist per se, wenn es ab Werk kommt, schon leicht wasserabweisend. Nicht wasserdicht. Nicht wasserdicht, das sage ich gleich dazu, ist keine Gore-Tex-Jacke. Aber, und weil mir die Jacke total taugt, also dieser Anorak total taugt und jetzt zu meinem neuen Liebling avanciert, ja, werde ich, und das werden wir auch hier am Kanal machen, ich werde den einwachseln. Ja. Ich habe gelesen, dass das gehen soll und warum soll es auch nicht gehen bei dem Material, ich kann mir das auch wirklich nicht anders vorstellen und wir werden das ausprobieren. Es ist leicht wasserabweisend, so leichter Nieselregen, da habe ich schon mitgemacht. Totaler Regen hätte sicher nicht aus. So, also das zu dem, das werden wir aber noch testen, es wird einen Langzeittest geben, ich bin schon ganz verliebt in das Teil. So, eine Sache möchte ich klarstellen, ich finde, das ist kein Negativkriterium, mir ist das wurscht. Ja? Du musst am Anfang abarbeiten, ja? Die habe ich zum Beispiel übersehen. Es sind immer wieder mal an den Nahtstellen so kleine Fäden raus, die habe ich jetzt wirklich übersehen. Das war nämlich da auf der Seite auch und auch hinten, die musst du mit einer Schere nacharbeiten. Ja, und auch das habe ich ja in einschlägigen Foren gelesen. Das kann immer wieder mal passieren. Aber für den Preis, jetzt ernsthaft, also das ist meine Meinung, vielleicht siehst du das anders, schreib mir gerne einen Kommentar. Ja. Für den Preis unter 100 Euro auf Amazon, dort habe ich es her, da ist einfach nichts verhackt. Also echt nicht. Ja. Und dafür ist die Qualität einfach da oben, der Preis da unten ist großartig. So, einmal noch nach unten. Warum ich es auch so cool finde, ist, dass es nach hinten zum Pöpöchen noch einmal weiter wird. Das heißt, wenn du dich runterbückst, das ist besonders für solche Rettungsringschwimmer wie mich interessant, wenn du dich runterbückst, hängt da nicht gleich das Kreuz aus. Das finde ich super. Alles in allem mein neuer Liebling. Ja, mein neuer Liebling. Ich werde noch darüber berichten. Jetzt bist aber du dran. Hast du diesen Pilgrim oder Pilgrim Bushcraft Super Anorak?
schreib deine Meinung, Vor- und Nachteile. Und wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, gebe ich dann natürlich auch den Link zu mir in den Shop. Da kannst du unsere Messer checken oder auch unsere Teile, die wir produzieren, um zum Beispiel ein Victorinox-Messer um den Hals zu hängen, im Taschschal zu haben oder direkt auf die Kleidergescheide. Das war billige Eigenwerbung, ja. Buschkraft Areal auf Aldo Lopate, da passt der Anorak perfekt. Danke, ciao, ciao.